So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit unserer Karriere hier in Liga 3 momentan noch. Aber wir wollen ja natürlich unseren Aufstieg weiter vorantreiben. Und der nächste Gegner ist erstmal im DFB-Pokal, geht nämlich Richtung Halbfinale und da ist der FC Augsburg der nächste Gegner. Ja, mal gucken, ob wir die hinbekommen. So, ja, schauen wir einfach mal, wo wir jetzt weiterkommen, weil wir jetzt hier. Jetzt Halbfinale einzig. Oh, die Mannschaft ist so angeschlagen. Sehe ich gerade. Die Mannschaft ist so angeschlagen. Wir müssen es trotzdem irgendwie durchkriegen. Ja, scheiße, ich hätte vor dem das Hansa-Spiel tatsächlich mit der B11 spielen müssen. Für gegen Nippen. Naja. Schauen wir mal. Also, wir spielen auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt in Augsburg tatsächlich. Und da Das wollen ist wir das Spiel, weiterkommen. auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Tun wir mal unser Bestes. WWK Arena, Augsburg. Halbfinale, DFB-Pokal, Zuschauer, Viertelfinale. willkommen zu diesem Spiel. Ich begrüße Sie aus der WWK Arena. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. FC Augsburg gegen Schalke 04. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich ist das kein Selbstläufer. Nicht Bestleistung bringt, sonst bist du ganz schnell raus. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Ein enorm physischer Spieler, da muss ich die Abwehr natürlich drauf einstellen. Das ist nicht immer leicht. Die Nummer 20, Nummer 16, Wenn wir über Schalke reden, dann müssen wir natürlich auch die Europameister erwähnen. 1997, überragende Saison im Europacup und am Ende kam der Titel raus. Und das ohne echte Stars. Eine unvergessene Mannschaftsleistung. Die Fans in Gelsenkirchen werden das nie vergessen. Ja, schauen wir mal, ne? Ich denke, so passt das, wie die Mannschaft momentan steht. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie spielen es heute im 4-4-5. Das ist richtig. Ein passives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, da müssen Sie machen. Ja, schauen wir mal. Auftakt, los geht's. Und damit läuft das Pokalviertelfinale. Ich bin mal gespannt, wer hier ins Halbfinale einzieht. Ja, hoffentlich wir. Aber. Oh, schön. Ja, Schalke. Aschimero. Vielleicht die Führung jetzt. Gibt's das denn? Latte. Das Aluminium hat hier was gegen dieses Tor. Mein Gott, war das knapp. Zweimal ein Spieler den Ball abgenommen und dann Aluminium oben, oben quer auf die Querlatte. Und Kopfschütteln am Spielfeld. Scheiße. Ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Ja, das war nicht schlecht gemacht, aber das war ein bisschen zu hoch gezielt. Naja, es ist alles gut. Es ist noch nicht so viel passiert. Aber wir wissen zumindest, dass es eine Möglichkeit gibt, hier auch Augsburg zu schlagen. Und das ist das große Ziel. Niederlechner. Klar, wenn wir schon mal hier so stehen, will man auch gerne ins Halbfinale und dann willst du natürlich auch die Schritte weitermachen. Mal schauen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, gut gelöst, Bujalab. Jetzt haben sie den Ball doch verloren. Tobilanski. Der ist gut dazwischen. Ja, gut, okay, das war ein bisschen zu offensichtlich, dieser Ball. Super, dieses Zug. Stuani, Ex-Juve-Spieler. Oh nein, da ist keiner in der Mitte. So hatten sie sich Heizel Augsburg. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Es müsste Niederlechner gewesen sein. Scheiße. Nochmal Ja, das ist alles frei da vorne. Jetzt kommt der Doppelpass. Da hat er sich abgesetzt. Da ist und keiner. Die Verteidigung schlecht aussehen ich kriege keinen in die Mitte. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
De Rosson. Das könnte was werden jetzt. De Rosson. Ausgleich. Direkt das nächste Tor. 13. Minute. Fußball 13. Minute, yes, direkt den Ausgleich. Das ist so wichtig, dieser Treffer. Dieses Tor, mein Gott, dieser Treffer. Dieser Ausgleich, ganz, ganz wichtig. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Ja, da muss der Keeper auch mal ein bisschen nachdenken drüber. Und der, das hat er nicht gut gemacht. Ja, aber mit diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Naja, das ist wieder so ein bisschen drin. Im Moment richtig gut. Chavairo del Rosso. Alles auf Anfang, es steht 1-1. Schalke 04, die Nummer 16, Chavairo del Rosso. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Kowilanski! Auch der macht es! 16. Minute in der Führungstreffer. Yes. Ja, Kowilanski. Der Doppelschlag, sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er ist übrigens der Sohn des ehemaligen Cottbusers Marcin Kobylanski. Man ja noch so ein bisschen Anfang 2010, 2009, ich weiß nicht, wann die genau abgestiegen sind. Mittlerweile kicken sie, glaube ich, in Liga 5 oder so. Ja, okay. Muss man jetzt mit. Oder 4. Liga 4 spielen sie, glaube ich. Genau. Naja, wie dem auch sei. Aber sie. Rani Khedira. Waren halt ehemaliger Bundesligist. Im ersten Jahr damals auch uns natürlich mit 4-1 geschlagen. Und. Ballgewinn, gefährliche Position. Und dann haben auch Bayern, glaube ich, 1-0 geschlagen hier. Im eigenen Stadion. Und dein Vater war halt mit dabei. So, jetzt der Konter auf. Ah, schade. Leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Widerlich. Grueso. Ah, der Ball ist. Boah, keiner in der Mitte. Pella Kotschab, der jetzt. Und Renner findet den Ausgleich, der Augsburger. Der genauso wie Ludewig fest verpflichtet ist mittlerweile. Der Ball kommt rein. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Hashimiro. Den ich ja unbedingt in der neuen Saison wieder abgeben will. Ja, bitte nicht jetzt irgendwie einen Spieler verletzen. Das wäre scheiße. Stuani. Ah, ja, ja. Christian Stuani. Ja, der macht ein bisschen zu viel. Der macht mir ein bisschen zu viel da vorne. Aus meiner Sicht. Er hat das erste Tor ja schon vorbereitet. Und ja, ich habe übrigens den Kommentar gelesen, von wegen, ich soll mal ein bisschen mehr erzählen und alles drum und dran. Versuche ich. Ein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. 35. Minute, das ist ein bisschen schlecht gespielt da draußen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen Suchi weniger Zug draufsetzen müssen auf den Ball. Rani Khedira. Widerlich. Jawohl! Sie holen sich den Ballbesitz. Hab ihn. Ja, spielt ihn da vorne in die Offensive. Das gibt nichts. Abschlag. Dann doch letztlich harmlosen Ball. Da kommt der Pass. Super Pass, Ball kommt. Und es gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Das müsste, ja, ich wollte gerade sagen, es gibt Elfmeter. Was gibt der Schiedsrichter? Gibt der gelb oder gibt er sogar glatt rot? Keine Frage, das ist nichts. Ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung, aber keine Karte zu zeigen. Keine Karte für den FC Augsburg. Es bleibt dabei, es geht alle Elfmeter bisher verschossen und der Ball geht oben drüber. Und da wären wir auch schon ein bisschen komfortabel weg gewesen. Aber scheiße. Ah, das wird sich das nicht im Moment recht noch.
Rechner. Stuani. Kolasinac. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Ja, den Ball hätte er ein bisschen anders spielen müssen. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt. So, und dann ist jetzt Pause. Zur Pause sind sie auf Kurs Halbfinale. Eine wirklich gute Leistung in der ersten Hälfte. Wenn sie das Niveau halten, kommen sie unter die besten. Ja, frühe Führung der Augsburger, dann der, beziehungsweise erst der Lattenball von uns, dann der frühe Führung der Augsburger, das ist widerlich, ne? Und dann relativ schnell mit einem Doppelschlag geantwortet. 2-1. Der momentane Stand und der Elfmeter dann halt noch. Das wäre das 3-1 gewesen. Da waren vielleicht noch ein, zwei Situationen dabei. Ja, hätte vielleicht Augsburg auch miteinander spielen können. Also das Ding hier ist definitiv noch nicht entschieden. Und im anderen Spiel ist es noch nicht angepfiffen worden. So, und da hat sich irgendwer verletzt, hat er gerade gesagt. Ah, ich muss leider ein bisschen, ich muss leider den Wechsel ziehen. Das ist jetzt leider von der Luft her. Jetzt ärgert mich gerade, dass ich das letzte Spiel nicht einfach mal ein bisschen durchgewechselt habe. Aber ich muss halt diese zwei Wechsel ziehen. Schalke liegt hier vorne. War ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Naja, gucken wir mal. Ha! Da verlieren sie den Ball. Also viel passiert in der ersten Halbzeit. Definitiv. Niederlechner. Drei Tore, ein verschossener Elfmeter von uns. Augsburg ganz geduldig. Die Flanke hat er. Und momentan sind wir auf Kurs Halbfinale. Aber wie gesagt, das Ding ist ja noch alles andere als entschieden. Wir haben Transfer News. So, Pereira nach Paris. Da konnte man einen Mann unter Vertrag nehmen, hinter dem man nun bereits seit einiger Zeit her ein echter Kuhwolf für den war. Vargas, der Lechner. Vargas, der Schweizer. Vorbei. Und das hat gereicht, um uns da so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und damit steht 2-2, 56. Minute. Und das macht sogar nie der so viel Betrieb da vorne, ne? Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball. Ja, eine Mann hier vorbei außen gespielt, den zweiten ausgespielt. Ja, der Dragovic und Ludewig. Ziemlich nass gemacht. Ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Ja, sag er mich gerade so ein bisschen, weil da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Stuani, wie gesagt, der macht so viel Betrieb da aus. Da muss man echt noch ordentlich auf den irgendwann mal einen Griff bekommen. Grüße. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Da wäre lieber gewesen, wenn sie den Dings ausgeschaltet hätten. Neu dabei, die Nummer 33, Tobias Strobel. Strobel, ja. Okay. Latte. Der Ballverlust. Aber auch scheiße gespielt. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt haben wir Ludewig. Kocht jetzt Vargas ab. Und dann ist es Platte, der jetzt mal ein bisschen durch ist. Jetzt ist er auf und das Tor. Und Gickweh, verhindert das Tor. Riesenparade, verhindert ihr das Gegentor. Was für ein Reflex. Es da war mal eine Chance. Aber das war natürlich nur 100%. Ja, es war leider nur 100%ige Linie, aber so, Ecke kommt. Nicht ins Tor geht. Genauso wie diese Situation hier. Ja, könnte was werden. Oh Gott. Und es geht mit Abstoß weiter. Scheiße, Alter, da hast du echt wirklich eine Situation, wo du dann nochmal auf 3-2 stehen kannst. Gut, der Lattenball in der ersten Halbzeit. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Er holt sich den Ball. Das ist natürlich auf unsere Dauerkarte. Eine Dauerkarte macht rund und glücklich. Immer ein tolles Geschenk. Vielen Dank. Guter Ball nach draußen. Christian Stuani. Florian Niederlechner. Stuani wieder. Diesmal hat Spindler Kotter ein bisschen besser hingekriegt. Der hat sich ein bisschen besser gestellt. Da erobert er den Ball. Jawohl. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Er pfeift mir nicht den Angriff weg. Das ist nicht wahr. Ach, Mann.
Ja, schön gemacht, Goal. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Du Lapp. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Und der kocht den ab. Wieder nicht, das ist die gefühlt dritte Situation, wo ich das Ding ins Verballer. Oh, da muss er runter. Ja, der ist platt. Oh, hoffentlich fällt der nicht lange aus. Ah, da hat er echt noch die Chance um 3-2. Och Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen. Aber Giekiewicz hat es gut gemacht. Giekiewicz hat sehr, sehr gut gemacht und hat das Ding verwandelt. Nein, nicht verwandelt. Verhindert so. Also jetzt geht so Jani raus. Boah. Und wie da ist es, Giekiewicz, der das 3-2 verhindert. Strobel. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Scheiße, Alter. Na, ah, der ist weg. Man hätte das Ding verhindern können. Also die Verlängerung war. Naja, also momentan ist es noch nicht die. Ist es noch nicht amtlich. Aber jetzt der Ball verlässt in der Vorwärtsbewegung hier. Die kann richtig weh tun. Ludwig! Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt gibt es Verlängerung. Ja, man hätte die Verlängerung verhindern können. Also da waren 2-3 Situationen echt noch dabei, wo der Keeper gut gehalten hat. Aber das... Schade. Schade. Ja, das... Gut, das Ding ist noch nicht vorbei, aber es ist halt... Das könnte was werden jetzt. Es ist halt leider noch nicht... Und ich haben die so. Augsburg, ja. Kann ich jetzt eigentlich nochmal ein viertes Mal wechseln? Dann müsst, weiß ich jetzt nicht, ne? Wenn ich jetzt nochmal ein viertes Mal wechseln würde, könnte. Ja, könnte ich. Okay, dann kann ich Ludwig rausnehmen. Sehr gut. Dann kann ich nochmal. Weiter mit Verlängerung. Erster Durchgang. Mal sehen, wer konditionell besser drauf ist. Ballverlust. Ja, dann kann ich jetzt Amatei noch mal bringen. Schnell noch einen Außenspieler. Gehst du mal bitte da aus mit. Jawohl, Cola. Viel mit Auge. Nein! Wenn der Ball ankommt, dann wird's hier gefährlich. Ja, da wird's richtig gefährlich, weil der fast da komplett durch war da vorne. Ah, scheiße. Ball in Zeiten ausgeklärt. Ja, ich hätte den lieber gegangen. Und jetzt wollen sie wechseln. Ja, ich muss halt wechseln, ne? Das bringt halt nichts anderes. Das ist halt... Scheiße. Caligiuri und Amatei, der jetzt das Ding sicher hat. Ja, das könnte nochmal nachträglich gelb geben. Und das gibt auch nochmal eine Karte wahrscheinlich. So, Aschimero sieht erstmal gelb, weil rot wäre nicht gewesen, weil er dann komplett ausgepfiffen. Und ich weiß nicht, was Kambu dann noch macht. Und kriegt da vorne. Aber ich muss es halt anders machen, nicht anders, oder beziehungsweise ich muss es halt versuchen zu klären. Sie verlieren den Ball. Egal, alles gut. Solange er noch einen Platz sieht, Bujelab hat es nochmal gesehen. Klasse. Kriegt er den noch durch? Klasse Chance jetzt. Ja! Ja. 104. Minute. Yes! Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und es ist vom Ergebnis ja nicht mal so unverdient. Weil wir hatten zum Ende der zweiten Halbzeit nochmal Situationen, nochmal Chancen. Yes! Jetzt also die Führung für Schalke. Tor Schalke 04. Die Nummer 19. By the way, es war kein Abseits. Ganz kurze Nachspielzeit.
Halbzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Ja, es ist klar. Es ist jetzt Verlängerung. Es wird jetzt eh nicht mehr viel. Also an der Spielzeit gibt kurz was trinken und dann ist gut. Dann geht's weiter. Jetzt ist Pause. Durchgang 1 der Verlängerung ist damit durch. Geht dann gleich auch direkt weiter mit der zweiten Hälfte. Es wird doch mal eine harte zweite Halbzeit werden. Wenn es vor allem ins Elfmeterschießen geht, dann habe ich ein Problem. Ich habe jetzt noch alle Elfmeter nicht verschossen. Elfmeter nicht getroffen. So. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte der Verlängerung. Ich weiß, dass beide, alle Spieler planen. Ah! Es gibt Freischuss für uns. Ah, alles gut. Alles ist gut. Bujelab. Bujelab. Der Ball geht jetzt aus. Abschluss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Ist egal, es geht auch darum, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Es sind jetzt noch ca. 12 Minuten. Natürlich geht Augsburg dazwischen. Kedira, der glaube ich das war, der Sechser. Der Achter. Mamba. Der natürlich nochmal ordentlich Power hat. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Was für eine Chance. Und hier. Passt du an. Ja klar, sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Der das Ding verzieht. Also jetzt das vierte Tor, dann wäre es glaube ich durch. Weil das Spiel läuft. Ball ist jetzt wieder weg. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Und dann ist es Barcelona, der jetzt den finalen Feierabend machen kann. Halbfinale. Was für ein Spiel, ey. War anstrengend. Es ist nicht mehr lange zu spielen und dieses Tor könnte die Entscheidung sein. Einfach mal die Wiederholung der Szene. Er macht das ganz wichtig. Hier nochmal dieser Treffer. Drin das Ding. Feierabend. Hundertfünfzehnte Minute. Erstes Pokator. Da bedankt sich natürlich bei Gambula, der den Ball übrigens rausgespielt, da vorne reingesetzt hat. 4:2. 4 Minuten noch, dann ist die Verlängerung geschafft. Ach, dann ist eh durch, Gott sei Dank. Alfred Finn-Bogasson. Klar, die Augsburger ist beschäftigen da vorne. Das könnte vielleicht was werden. Gar nicht mehr irgendwas machen lassen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Richtig gut vom Torwart. Er pfeift tatsächlich den Elfmeter noch. Ja, sie bekommen den Strafstoß. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, den Rückstand nochmal zu Geld für Alexander Dragovic. Es gibt 120. Minute, es gibt Elfmeter für den FC Augsburg. Caligiuri gegen Renault. Marke absolute Unnötigkeit. Den hat er klasse verwandelt. Hier die Wiederholung. Da sieht man schon beim Anlauf, wie entschlossen das Ganze über die Bühne geht. Und dann der Ball unten im Eck. Die spielen hier beide mit offenem Visier. Und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Falls ab. Für heute. Sie sind also weiter. Sie ziehen in die nächste Runde ein. Für uns als Zuschauer war es ein interessantes Spiel, war eng. Die Kleinigkeiten geben den Ausschlag, aber sie sind weiter und das ist das, was zählt. Alter Verwalter, ey, was für ein Spiel. Aber egal, habt ihr weiter in der nächsten Runde. Halbfinale. Was für ein Spiel. Super dieses Zuspiel. Ja, man muss es einfach so mal sehen. Es war heute durchaus möglich, das Ding in der regulären zu entscheiden, aber nö. So, mal kurz die anderen Spiele. Dortmund Bayern 1:2, Leipzig auch raus, 2:1 in Stuttgart verloren, 4 Gewinnen in Augsburg, 4:3 nach Verlängerung. Und Kiel unterliegt Eintracht Frankfurt mit 0:3. Wir haben es eben gesehen, kurz stand nämlich noch 0:1, als unser Spiel durch war. Und das ist jetzt hier das Endergebnis. So, damit treffen wir auf Bayern, Stuttgart oder eben Frankfurt.
Wobei mir, wenn ich ehrlich bin, jetzt die Bayern lieber wären, weil dann wäre es nämlich möglich, weil dann hätten wir sie nicht im Finale. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Aber mal gucken, wir müssen es halt irgendwie gucken, wie es läuft. So, erstmal stehen wir zumindest im Halbfinale, das ist erstmal wichtig. Klar, auf jeden Fall. Aber das muss erstmal mal gemacht werden. 3 Monate, oh Gott. Dann war es doch schlimmer. Ja gut, dann sind wir erstmal ganz wohl da vorne. Alleingänger. Ja, es waren zwei, drei, die gelben Karten. Na klar, den Sieg wollte ich unbedingt machen. Danke für dieses Gespräch. Das wollte ich eigentlich unbedingt zumachen, das Ding. Aber egal, das ist jetzt erstmal passiert. Wir haben leider eine schwere Verletzung mitgenommen aus dem DFB-Pokal. Das ist natürlich alles andere als gut. Jetzt hat er eine Muskelfaserriss. Naja, scheiße. Natürlich super. Aber 1,3 Millionen, das ist wieder gutes Geld für die neue Saison. So, der nächste Gegner ist der KFC Uerdingen und das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und ciao.